Ihr macht ja in meinen Streams immer fleißig Clips von den lustigsten Momenten. Und die liebe Susi hat sich mal wieder hingesetzt und die besten Clips der letzten Monate zu einem Video zusammengefasst. Rainer. Du denn, Minjung? Mann, hört auf, mir Freundschaftsanfragen zu checken. Ich kenne euch nicht. Meine Freundesliste ist für meine Freunde, okay? Und nicht für euch. Also, liebe Freunde, wir gehen jetzt rein in... Ja. See what I did there? Best of Matti Twitch Clips Mai und Juni. Nein, habe ich einen Versprecher gehabt und statt Galaxy Deck Galaxy Dreck gesagt? Das ist krass. Überall liegen auch Galaxy Decks rum, im ganzen Haus verteilt, im Keller. Und hier bei mir. Ich habe immer noch keins bekommen. Ja, sonst mache ich hier einmal sowas auf. Moment. Wartet mal einen Moment. Ah ja, deswegen Dreck. Ist nur Dreck, sagt er. Der Freche. So. Was hab ich denn hier gefunden? Ah, nee, ist nur Dreck. Dreckiger. So ein Dreckiger. Eine Situation, die schwer zu verdauen ist. Oh nein, nicht Mario Kart. Oh, Mario Kart Clips sind immer cursed. Ich sag's euch, wie es ist. Oh mein Gott, drei Pilze auf dem zweiten Platz. Was? Oh mein Gott, du dreckiger Wandclip! Wandclip! Also warte, für die Aktion müssen wir einmal kurz an Wandcliff. Ja, und Enter. Tschüss, Wandcliff. Wann und Joke, Wann und Joke. Ich habe jetzt einen Moderator gemacht. Was? / Bann. Wandcliff. Vergangenheitsmatti und ich? Einfach der hier. Vergangenheitsmatti und ich sind einfach so, Freunde. Zwei Seelen, ein Gedanke. Wie lange es einfach gedauert hat. Oh, magisches Stream Deck. Ich will mir jetzt ein Holy machen, ne? Was sagst du? Kaktus Kamel? Aber keineswegs. Okay. Oh nein, oh nee. Fruity Frog? Ist das ein Ja? Eines Tages vielleicht. Digga, also, das mobbt mich. Thai, Lime, Tukan? Gar nichts. Gar nicht? Lemon Lizard? Nein. Peach Panther? Ja. Ja! Einfach so die fünfte Wahl oder so. So ein dreckiges. Übrigens, wenn ihr Holy noch nie in eurem Leben bestellt haben solltet, ne, dann habe ich ein ganz besonderes Angebot für euch. Wer von euch Holy noch nicht probiert hat, gönnt euch mal das Probierpaket. Da ist mittlerweile einfach alles drin, was wichtig ist. Und dann gebt ihr beim Checkout Matti5 ein und dann schenke ich euch einfach 5 Euro. Auf meinen Nacken. Einfach 5 Euro. Also, wer Holy noch nicht probiert hat, einfach Code Matti5 eingeben. Wichtig und richtig. Holy plant gerade so eine Sommertour. Holy plant, einmal quer durch Deutschland zu fahren, zu den wichtigsten großen Städten. Und da kriegt ihr dann kostenlos Holy. Da könnt ihr das kostenlos probieren. Ich werde wahrscheinlich bei einer der Städte auch da sein. Vielleicht so ein bisschen zaubern. Und dann kann man da auch so eine Art Fan-Treffen draus machen. Eventuell. Ich habe noch keine Daten. Irgendwann Ende Juli, Anfang August, irgendwie so. Ich gebe euch Bescheid, natürlich frühzeitig, wann das wo sein wird. Gucken wir mal. Warum ist da eigentlich schon wieder der Cursed Matti? Ich dachte, ich wäre ihn los, aber er begleitet mich wahrscheinlich echt den Rest meines Lebens, ne? Roxy einfach Ninja. Oh, Roxy schreibt, oh ja, Maus, schläft etwa das Babylein? Brauchst du das Babyphone? Der Moment war aber auch legendär. Hä? Ich schon? Hä? Ja, genau. Auf Ninja? Du warst hier? Also, ganz kurz, Freunde. Genau, ich wollte es gerade machen. Ich wollte gerade zu der Perspektive wechseln, aber Vergangenheitsmatti hat das schon übernommen. Wenn hier vorne auf der Ecke etwas steht, die sehe ich nicht, weil ihr seht ja mein linker Monitor. Dafür muss ich meinen Kopf schon ziemlich weit nach links drehen. Und mein peripheres Sehen endet ungefähr hier. Ich sehe jetzt noch, ja, so gerade die Maus. Hier endet also mein Sichtfeld. Also diese Ecke vom Tisch ist toter Winkel. Die sehe ich einfach nicht. Die ist einfach cursed. Das heißt, Roxy könnte auf
Sneaky-Basis. Wenn ich hier gerade ein Video gucke im Stream und eine Reaction mache, dann kann sie ganz sneaky hier hingehen und Sachen hinlegen oder wegnehmen und ich bekomme es nicht mit. Genau das hat sie gemacht. Ich hatte hier das Babyphone und sie hat sich das einfach da weggenommen. Ah, da kommt sie. Ja, du hast es nicht gemerkt. Ich habe auch geklopft, aber ich dachte, okay, warte. Nee, ich habe ja Dings, Noise Cancelling. Ja. Ich hör kein Klopfen. Man sieht dich über die Cam, ne, dass du Bescheid weißt. Dann ist das hier noch umgefallen. Ich dachte, oh nein, oh mein Gott. Was? Das ist umgefallen? Was? Hä, wie blind bin ich denn? Ich bin am Sabbern. Hey, ich sehe echt Tunnelblick, ne? Gute Nacht. Schlaft gut, träumt süß, träumt von mir nackt auf einer schwebenden Wolke und ich habe so eine Harfe in der Hand und Engelsflügel, aber ich bin so ultra dick und noch dicker als eh schon und ich habe so ganz blonde Locken. Träumt mal davon. Ist tatsächlich regelmäßig ein Traum, der mich seit meiner Jugend verfolgt. Das war es auch eigentlich schon, ne? der Edit war gut. Alter, diese Brusttasche von Miles, ne? Das hat mich so hart gefühlt. Nicht zu alt. Nee, also jetzt ist nicht so mein... Warte, jetzt muss ich ganz genau hingucken. Fänge, sondern schon, wo ich gesagt habe, ja, jetzt möchte ich richtig loslegen. Cool. Genau, da machst du mich dann bitte fertig. Also das wird dann auf meinem YouTube-Kanal wahrscheinlich am Sonntag kommen. Da könnt ihr euch freuen drauf. Und Jack, Dankeschön für 6 Monate Resub. Vielen Dank. Ach, hier in meiner Brusttasche. Ja, du hast gar keine Brusttasche. Hä? Also beim zweiten Gucken ist das nicht ansatzweise so spektakulär wie beim ersten. Aber das hat mich im Moment so gefühlt. Das war so krass, Mann. Ach, hier in meiner Brusttasche. Ja, du hast gar keine Brusttasche. ich war so weg. Aber da war doch gerade eine Brusttasche. Ich habe doch einen gesehen. Ja, es ist so geil, oder? Es ist krass, diese Psychologie. Ich habe wirklich eine Brusttasche gesehen. Credits to Bill Malone. Das ist doch aus deiner Brust. Hä, ich verstehe es. Ist wirklich krass. Oh nein, das wird Miles nicht gefallen. Miles, kennst du Axolotl? Bekommen bald zwei. Achso, okay. Die Tiere. Was? Axolotl, kennst du die? Das sind diese Viecher hier. Die Dinger. Ja. Aber auch ein bisschen Ähnlichkeit. Wie heißen die? Axolotl. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Miles irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der hier sieht dir 100% ähnlich. Das ist einfach. Genau in dem Winkel sitzt der einfach. Ich verstehe, warum die Frage an dich geht. Tatsächlich. Ja, okay. Haben wir das geklärt? Mit leiser Stimme auf einen aufmerksam machen, be like. Ganz kurz, du musst nicht eine laute Stimme haben, um Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Miles hat es vorhin sehr gut präsentiert. Wenn du so auf die Bühne kommst. Das zieht schon Aufmerksamkeit, aber auch das. Ja, alle warten gerade auf dich, Miles. Aber Miles, es funktioniert. Ich hab voll Bock auf. Könnt ihr mich hören? Ja? Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, legen wir los. Leise Stimme. Ja, funktioniert. Ah, genau richtig. Ist so. Du kannst es zu deiner Stärke machen, tatsächlich. Man sagt in der Präsentation, die wichtigsten Dinge, die sagst du leise. War doch ein guter Clip, war doch super. Ich merke schon ganz viele Miles-Momente, aber die Streams mit Miles waren auch legendär einfach. Private Veranstaltungen musst du theoretisch als gutes Vorbild muss ich dir jetzt... Ah, jetzt ins Auge. Sorry, der musste sein. Als gutes Vorbild. Warte mal, haben wir da gerade kurz einen Brain Lag von Miles erkannt? Er hat sich die zweite Brille erst aufgesetzt. Als gutes. Dann die angedockt. Vorbild. Und gemerkt, wait a minute, irgendwas stimmt hier nicht. Hast du dir für dieses Jahr Neujahrsvorsätze gemacht? Oder eine To-Do-Liste oder sowas? Hä? Was? Hast du dir... Entschuldigung, warte. Achso. Ich war ein bisschen verstaubt. Was? Ja, sehr schön. Hast du dir für dieses Jahr überlegt? Episches Kopf-an-Kopf-Rennen. Ah ja, Matti links, Miles rechts. So. Hey, das ist Kopf-an-Kopf-Rennen hier, Miles. Guck mal.
Aber rate mal, wer zwei Raketen hat. Oh nein, du auch. Oh, das wird noch knapp, das wird noch knapp. Nein! Der Dreckige. Dreckiger! Oha, Connection wieder mit Vergangenheits-Matti. Guck mal, schneidet euch davon eine Scheibe ab. Ist. Hast du schon ein Album für das? Ey, wirklich jetzt eine Versprecher-Compilation? Och nee. Wenn ihr ohne Pause stundenlang redet, dann werdet ihr Versprecher haben. Das ist normal. Aber so zusammengeschnitten wirkt man immer so dumm. Hast du schon ein Album für das Namen? Tatsächlich immer noch nicht. Das finde ich. Was? Ich hab's auch gar nicht gecheckt, ne? Hast du einen Album für das Namen? Hast du schon ein Album für das Namen? Tatsächlich immer noch nicht. Und wenn die Leute interessiert an deinen Videos sind, sind sie vielleicht auch interessiert an deinen Videos. Digga, das kann man alles zu Weisheiten mit Matti einfach umfunktionieren. Erinnert mich irgendwie an den Clip von Januar. Wenn ich das Herz von jemandem mit meiner Musik berühre, habe ich das gleiche Ziel erreicht, wie wenn ich das Herz von ihm mit meiner Musik berühre. Es nicht mehr schafft zu improvisieren. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ach man, jetzt kommt so ein Cringe, Digga. Achso, ich hätte was anderes erwartet. Dann ist okay. Wie war das mit der Freundin? Ey! Wo eine Tür sich öffnet, geht immer auch eine neue Freundin auf. Nee, wo eine Tür sich schließt. Digga, ich habe mich in meinem eigenen Versprecher versprochen. Wo eine Tür sich schließt. Danke, Freunde, ihr wart heute sehr nett. Und ich gehe wieder zum Training, denn dann bin ich nicht mehr so fett. Also das Timing war aber sehr gut an der Stelle. Also mein Comedic-Timing in dem Clip on point. Ich finde aber auch unglaublich gut, dass man hier so gar nicht erahnen kann, dass ich 2 Stunden lang ein Headset getragen habe hier. Wisst ihr, was mir der Hai geschickt hat? Ich habe mit Hai ganz häufig eine Diskussion gehabt über Over-Ear versus In-Ear-Kopfhörer. Er würde niemals in seinem Leben solche Kopfhörer tragen, so diese auf dem Kopf sitzen. Und ich meinte so, hä, ist doch nichts, ist doch voll entspannt, ist doch super. Und jetzt schickt er mir ein Video, wo so ganz viele Streamer sich die Haare abrasiert haben und gezeigt haben, die haben im Schädel eine Delle vom Headset. Wenn du das lange trägst, dein Schädel verformt sich einfach. Du hast eine Delle in deinem Schädel, weil unser Kopf nicht dafür gemacht ist. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, Freunde. Gut, ich hab, glaube ich, ganz gut Glück mit meinen Haaren. Wie hat das ApoRed noch gesagt? Ich habe die Haarwurzel von meiner Mama geerbt. Ich glaube, die werden nicht zurückgehen. Ich glaube, bei einer Glatze werde ich nicht enden. Ich hoffe es zumindest. Aber sollte ich mir jemals eine Glatze schneiden müssen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment. Tadadam. Oha. Das ist auch in meinem Gameplay-Video auf dem Gaming-Kanal, aber auch jetzt hier als Clip nochmal wichtig. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern, doch bisher kam er nicht zurück. Die Autoren 1998 einfach schon on fire gewesen. Ihr Papa ist nur mal eben Milch wegbringen gegangen. Ach Marlon, wer von euch sagt's ihr? Soll ich es dir sagen oder macht das wer von euch? Aber wir haben nicht nur Erdbeeren. Da ist eine besondere dabei. Oh, die Booty-Erdbeere. Was ist das denn? Einfach die Booty-Erdbeere. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Jiggle, jiggle, jiggle. Ich wollte gerade sagen, wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wir haben sehr viel aus den Erdbeeren gemacht. Aber Kim Wexler von Better Call Saul ist dabei. Ich hab sie einfach gecallt. Digga, das ist schon beeindruckend, Freunde. Einen von 75 einfach im richtigen Moment zu callen, ist schon heftig. Okay, alte Clips nachstellen. Seid ihr ready? Boah, wenn Susi noch den ganz alten Clip damals rausgesucht hat, das war, glaube ich, Sommer 2021. Ich hatte so ein weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt an. Wenn sie das rausgesucht hat, Digga. Die Performance muss genauso. Der Winkel ist genauso, wie ihr es jetzt seht, okay? Seid ihr ready für den heftigsten Vanish? Ja, der Winkel war nicht ganz. Ich hatte das schon ein bisschen mehr verdeckt. Ich glaube, das war hier so. Jetzt war ich ja wirklich hier unten. Das muss schon weiter oben. Bitte sag, Susi hat's rausgesucht. Ja! Zauber mal was mit einer Erdbeere. Okay, pass auf. Ah, das war sogar Sommer 2020.
Das Ding ist, die Kamera ist so ein bisschen über mir, aber es wirkt für mich wie Augenhöhe. Das heißt, wenn ich vor meinen Mund die Hand mache, dann wirkt es für mich so, als würde ich die wirklich verdecken. Aber ihr seht so ein bisschen drüber, weißt du? Ja, genau. Boah, Leute, wisst ihr was? Mir fehlen noch ungefähr 160.000 Abos für 696969 Abos. 69, 69, 69. Wird ein glorreicher Tag. Digga, bei 69, 69, 69 Abos. Mach ich da OnlyFans oder? Oh. OnlyFans. Da schicke ich einem glücklichen Zuschauer ein Nacktbild. Der glückliche Zuschauer, Roxy. Der glückliche Zuschauer, Jürgen. Der glückliche Zuschauer, Lizenzfeierarzt. Wähle ich per Zufallsprinzip aus? Ich mach Zufallsprinzip, Roxy. Perfekt. Ah ja, Vergangenheits-Matti und Gegenwarts-Matti, einfach wieder der hier. Ey, ich feier den Typen. Hat genau meinen Humor. Best Case. Worst Case, Tobi. Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Ah ja. Ja, abonnieren lohnt sich, Freunde. Ich weiß, dass die ganz treuen Zuschauer von euch... Was ist das denn jetzt? Oh nein, das ist noch aus meiner alten Wohnung in Münster. Ich jetzt auf die Hardcore-Endcard warten, deshalb spanne ich euch nicht mehr lange auf die Folter. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Bei 50.000 Likes ziehe ich mich im nächsten Video aus. Bis dahin, euer Matti und ciao. Nase ist wieder so verstopft. Leute, ich muss kurz einmal koksen. Ein sehr schöner Endclip. Susi, es war ein sehr, sehr schönes Video. Vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste. Freunde, gerne Clips machen von den lustigsten Momenten. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Zusammenstellungsvideo in 2 Monaten. Und wenn ihr noch nicht genug Matti-Clips gesehen habt, dann klickt einfach mal auf das letzte Video, ebenfalls von Susi zusammengeschnitten. Viel Spaß euch.